Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Großkrotonia, zurück hier bei unserem großköniglichen Ehepaar. Und ich muss ja mal zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in Crusader Kings 3 so eine liebreizende und entzückende Frauenfigur gesehen habe wie diese Grazia. Und insofern kann ich auch nicht verstehen, wie unser Großkönig angesichts dieser Ehe, er muss doch ein glücklicher Mann sein, da noch Umgang mit einer Geliebten pflegt und da jemanden verführen will. Aber es ist vielleicht wie so oft im Leben, man sehnt sich immer nach den Dingen, die man gerade nicht hat. Vielleicht ist aber noch mehr dahinter, denn ich habe mir die Sache mit der Geliebten auch nochmal angeschaut und das ist jetzt ganz faszinierend, was da los ist. Passt mal auf, Leute. Und zwar folgendes. Also, sie ist ja offiziell gar nicht unsere Geliebte, das ist ja das Verrückte. Sie ist nicht unsere Affäre, wir wollen es gerade, aber es gibt ein Geheimnis. Und das Geheimnis sieht so aus: illegitimes Kind von Radomira und uns. Unser Geheimnis: illegitimes Kind von Radomira und uns. Wir haben gemeinsam ein Kind, Leute. Das ist aber noch gar nicht unsere Affäre. Wie ist das denn bitte passiert? Und sie ist doch Gast an unserem Hofe. Und das Kind ist 4 Jahre schon alt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und wir sind, also unser Kind mit unserer Frau. Das ist erst 2 Jahre alt. Was ist denn da los? Es sieht so aus, vor 4 Jahren, da war unsere Frau noch 15, dass wir offenbar schon mal eine Affäre mit ihr hatten und sie jetzt irgendwie zurückgekehrt ist. Also eine ganz wilde Geschichte. So, und eine Sache ist jetzt wichtig, wir sind ehrlich. Und weil wir ehrlich sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Tatsache, dass jetzt die beiden ja bei uns am Hofe leben, dass wir angesichts dieser Tatsache das verheimlichen können oder lügen können, das wird nicht passieren. Insofern denke ich, wird er offen mit dieser Sache umgehen und seiner Frau und vielleicht auch dem Hofe das erzählen. Das geht nur, indem wir das aufdecken. Das betrifft natürlich auch sie. Das machen wir mal. Damit sind wir jetzt als Ehebrecher bekannt und die Konsequenz ist, dass unsere Frau uns minus 60 weniger mag. Und eine Hingabestufe haben wir, glaube ich, auch verloren. Jetzt weiß es die ganze Welt. So ist es. Okay, das hat allerdings, wir haben Anspannung verloren, weil wir erleichtert sind, dass wir dieses Geheimnis endlich offenbaren konnten. Jetzt ist er hier auch offiziell aufgeführt als Sohn von uns. Nun stellt sich natürlich die Frage der Legitimierung, aber ich denke, das geht zu weit, ihn jetzt einfach zu legitimieren. Wir sind nicht gütig oder in dieser Hinsicht, oder vielleicht könnte man gerecht noch so argumentieren, aber nein, ich denke, es gibt eine Situation, wo wir das tun würden, und zwar, wenn wir mit Grazia keinen Sohn zeugen. Denn wir sind immer noch in einer patriarchalischen Gesellschaft hier, und ich würde sagen, ich bin mir sicher, dass ein Sohn, auch wenn er ein Bastardsohn ist, mehr gilt als eine Tochter. Und aus dem Grund werde ich erst dann legitimieren, wenn sich abzeichnet, dass wir keinen eigenen Sohn mit ihr erhalten. So, sie ist natürlich ein bisschen enttäuscht, aber es geht noch. Außerdem hat sie Angst vor uns, sie ist eingeschüchtert. Ihr seht, untreu, minus 60. Wow, was für eine Geschichte. Mal gucken, wie das noch weitergeht, weil die Verführung läuft ja hier noch weiter. Mal sehen, wie sich das noch entwickeln wird. So, obwohl, und ich gehe mal davon aus, dass diese Ehe, auch wenn ich schwärme, aber er offenbar nicht, so eine Art Vernunft-Ehe gewesen ist. Und obwohl er also auch keine besonderen Gefühle für sie hegt, gibt es eine Sache, die wir, glaube ich, nicht so stehen lassen können. Und zwar, dass dieser Typ hier, der Herzog von Bjarmia, Radomir versucht hat, in das Schlafzimmer oder in die Privatgemächer der Großkönigin einzubrechen. Da habe ich bisher noch gar keine Konsequenzen gezogen. Da müssen Konsequenzen her. Das Problem ist, offenbar haben wir nicht richtige Beweise, das gilt jetzt nicht als Verbrechen, es wäre in hohem Maße tyrannisch, jetzt ihn zum Beispiel einzukerkern. Was wir aber tun werden, wir werden hier, glaube ich, Nachforschung anstellen. Wir werden aber nochmal abwarten, bis die beendet sind und dann schicken wir unseren Ratsspitzel für Untersuchungen dorthin. So würde ich das sagen, einfach um diesen Fall gewissermaßen aufzuklären. Hingabestufe verloren, eure sündigen Taten haben ihren Preis. Druckmittel ist verfallen, ja. Das brauchen wir auch gar nicht. Okay, was haben wir hier? Ein Bündnis wird vorgeschlagen. Das ist jetzt interessant. Galizien und Volinien will ein Bündnis. Aber hier folgen wir mal der gleichen Auffassung, die unsere Vorfahren vertreten haben. Schwache Reiche sind keine Bündnispartner. Ich sag mal, Paranoia könnte man vielleicht sagen. Ja, Bündnisse. Ja, okay.
Wenn Ruthenien fragen würde, würde er das vielleicht machen. Aber nicht bei diesem kleinen Land. Das hilft bei seiner Paranoia auch nicht. So, ein neuer Champion ist eingetroffen. Das ist ein Riese. Rachsüchtig, tapfer und zynisch. Ich denke, den werden wir rekrutieren. Okay, wow. Ich sehe gerade, jede Rekrutierung bringt Anspannung. Aha. Okay, das Spiel sagt also, dass wir eigentlich nicht starke Leute an unserem Hof haben wollen. Neue starke Leute, die wir noch nicht kennen. Okay, ja, klar, kann man so sehen. Ich will jetzt nicht unbedingt dagegen agieren. Also ich will es jetzt nicht durchziehen, weil es jetzt keinen wirklich gewichtigen Grund gibt und ich kann das gut nachvollziehen. Insofern, weil es keinen übergeordneten Grund gibt, werden wir das sein lassen. Gut zu wissen, dass er also keine neuen Champions haben will, weil er Angst hat, dass die möglicherweise einen Anschlag verüben oder vielleicht auch ins Schlafzimmerfenster der Frau einbrechen. So. Okay, hier hat er keine Geheimnisse mehr aufgespürt. Glauben wir zwar nicht, aber wir wollen ihn eh abrufen, denn er soll da oben jetzt hier hin. Wo ist hier nochmal die Hauptprovinz? Da. Okay. Dann kommt er da jetzt auch hin. Geheimnisse aufspüren. Hier. Ich bin mal gespannt, ob wir da dann Mittel in die Hand bekommen, zum Beispiel, um ihn ebenfalls zu verhaften. So. Es wird, glaube ich, ernst hier. In die Bresche. Als die Schatten länger werden, treffe ich Radomira in der Dunkelheit unter der Burgmauer, wo sie auf mich wartet. Sie kommt auf mich zu, zögerlich zuerst, dann voller Eifer. Ich höre, wie ihr Atem schneller wird, als ich sie zu mir ziehe. Im Schatten der Mauer geben wir uns der Liebe hin, während die Wachen über uns Streife schieben, nichts ahnend von unserer Leidenschaft. Hallo, er ist der Großkönig. Der kann das auch in irgendwelchen anderen Gemächern machen. Aber vielleicht hat er da eine besondere Freude daran. Oder vielleicht Paranoia, dass man ihn. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Er hat Angst, dass die Gemächer überwacht werden. Und deswegen treibt er es hier an der Mauer. So, jetzt ist die Frage: Noch einmal, wird es zur dauerhaften Affäre? Ich würde sagen, ja, oder? Also, er sucht offenbar sein. Also, sagen wir so: Erstens, das ist eine Vernunft-Ehe. Das heißt, es muss auch eine Liebesbeziehung für ihn als Mann geben und das ist sie. Danach sehnt er sich. Das Problem ist, dass normale Frauen für ihn schwierig sind, weil er ihnen nicht vertraut. Aber sie als blinde Frau empfindet er vielleicht als schwächer. Sie ist vielleicht, ja genau, er hat ihr ja noch gar nicht erzählt, dass er der Großkönig ist. Das ist ja auch noch so ein Ding. Und weil sie blind ist, kriegt sie das vielleicht gar nicht mit. Und vielleicht auch deshalb bringt er sie nicht in die Gemächer. Jetzt macht alles einen Sinn. Ja, deswegen treiben sie es in den Gassen und an den Mauern. Er führt so eine Art Doppelleben mit ihr. So wird es sein. Genau. Sie denkt, er ist irgendwie ein einfacher Mann und lebt hier an der Burg und sowas alles. Okay, also, so wird jetzt diese Affäre auch betrieben. Er zieht sich dann immer aus den Gemächern zurück, mischt sich da unter die Leute und geht zu ihr, die irgendwo im Stall wohnt. Nein. Vielleicht nicht so ganz erbärmlich. Also, es wird eine dauerhafte Affäre mit dieser Geschichte im Hintergrund. So, haben wir hier noch irgendwas Neues? Ich denke nicht. Vasallen erklären sich den Krieg. Ratsbrecher, Herzogtum Lettgallen. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht eingreifen. Fraktion ist geschaffen worden. Unabhängigkeitsfraktion von Herzog Antoni mal wieder. Der ändert ja regelmäßig seine Meinung. So, Herzog Luitpold von Ostfranken hat einen Krieg um eine Grafschaft gewonnen. Ostfranken ist leicht gewachsen und da hat sich die Unabhängigkeitsfraktion auch schon wieder aufgelöst. Na sowas. Und da ist sie auch schon wieder. Was ist denn das für ein Quatsch, Leute? So, was ist hier? Oh, Lucian ist gestorben. Okay, ich sag mal, ein Feind weniger. Wir erinnern uns. Er war es doch, der. War er es? Ja, er war es. Der bei einer unabhängig, nee, bei einer anderen Fraktion mit dabei war. Ihn haben wir aus dem Rat geworfen und das hat er nun davon. Okay, er ist verstorben. Das heißt, wir haben aber einen neuen König in Norwegen. Das ist insofern wichtig, dass wir uns den mal angucken. König Havel, 39. Oh, ein extrem talentierter Krieger. Das ist natürlich interessant. Er ist gerecht, zufrieden und keusch.
Leute, das ist eigentlich jemand, dem man durchaus vertrauen könnte, irgendwie. Ganz interessant. Also wir haben Gutes von ihm gehört, so stelle ich mir das jetzt vor. Jetzt ist die Frage, König Ludwig, unser Bruder ist derzeit Ratsmarschall. Unser Bruder könnte auch eine andere Aufgabe übernehmen. Ich sag mal so, wenn wir merken, irgendwas klappt mit den anderen nicht, machen wir vielleicht eine Umbildung. Den behalten wir auf jeden Fall gut im Auge. Der könnte für uns noch ein interessanter Partner werden, falls er sich jetzt nicht auch noch irgendeine Fraktion anschließt. Aber wisst ihr was? Wir wollen uns mit ihm anfreunden. Das können wir aber so nicht. Doch, wir könnten natürlich. Ja, natürlich. Pass auf, wir schicken ihm ein Geschenk. Klar können wir das. Und dann beeinflussen wir ihn und wollen ihn an uns binden. Ich denke, das ist ganz passend in diesem Falle. Mal schauen, wie das klappt. Herzog. Okay. So, hier ist mal ein tugendhafter Graf. Okay. Ja, Fraktion wieder aufgelöst. Was ist denn mit diesem Anton los? Das ist ja nicht mehr statthaft. So. Herzog Branimir von Karelien. Ist die außerhalb hier? Wo ist die denn bitte? Okay. Okay, das ist einer von uns, der da angreift, oder? Tatsächlich. Also wir greifen auf dieses Land. Ich hätte ja eher vermutet, dass es dann irgendwann mal die Esten sind. Interessant. So, was ist hier los? Liebeserklärung. Ich flaniere gerade mit einigen der Fürsten des Hofes durch den Garten, als meine Verwandte Wojslawa daherkommt. Wieso sind wir mit der verwandt? Krutoi-Chersk. Entfernte Linie. Ist sie irgendwie bedeutsam? Vater war ein Graf. Und sie hat einen Buckel. Meine Güte. Ich trete beiseite, um sie vorbeizulassen, doch zu meiner großen Überraschung versperrt sie mir den Weg und kniet vor mir nieder. Bevor ich dies auch nur ansatzweise verarbeitet habe, fängt Wojslawa an zu singen. Schnell erkenne ich das Lied. Es ist eine berühmte polabische Liebesballade. Ich habe sie schon von mehreren Musikanten gehört, aber noch nie so gut und leidenschaftlich. Die intensiven Gefühle des Liedes spiegeln sich im Blick von Wojslawa wider, der auf mir ruht. Sie schaut keinen einzigen Herzschlag lang weg. Oh mein Gott. Okay, also jetzt kommt, glaube ich, unsere Paranoia durch. Zumal wir eine Geliebte haben und eine Frau haben. Also bitte, lasst auf der Stelle von diesem törichten Vorhaben ab. Nein, wir sind auch nicht lüstern oder so. Wir ergreifen hier nicht jede Gelegenheit, die sich bietet. Okay, soweit. Eine Sache habe ich doch tatsächlich auch noch vergessen. Und zwar können wir hier schon wieder ein bisschen bauen. In Visegrad, denke ich, bauen wir hier mal aus die Herrenhäuser. In Cedinia, grünendes Land und in Keschkemet, ja, bauen wir mal Kasernen. Soweit, so gut. Okay, das ist nicht besonders wichtig. So, und er hat dort nichts aufgespürt? Das glaube ich nicht. Kommt, sucht nochmal an. Ich glaube es einfach nicht. Da muss irgendwas sein. Dieser Typ hat Dreck am Stecken. So einfach kommt er mir nicht davon. Wir werden eingeladen von Herzogin Magdalena von Bihar. Nee, kommt. Die kennen wir nicht. Das ist weit entfernt. Nein, nein, nein. Oder gibt es irgendwelche Beziehungen zu dieser Person, die relevant sind? Nee. Wildfremde Frau. Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass meine Tochter und Erbine Svetlana viel Schabernack treibt. Doch ihr All. Was? Erbine? Okay, also sie hat keine Freundin, die Erbine heißt, sondern das ist die Erbin. Okay, also, dass sie treibt, doch ihr Anfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab. Wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei, ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie nach einem ausgeuferten Abenteuer.
Da wird einem nie langweilig. Sie wird rauflustig, die Kleine. So, hier ist schon wieder einiges gebaut worden. Da können wir dann nochmal nachbauen. Die Ringburg ist gebaut worden. Gehen wir gleich auf Stufe 4 als nächstes. Hier können wir noch nachlegen. Hier eben. Ach nee, da sind wir gerade dabei. Hier hatten wir gerade Eger. Ja, gehen wir auch hier auf Stufe 3. Hervorragend. Burgen sind für einen Menschen mit Paranoia wie Ihnen, glaube ich, immer eine ganz gute Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, einen Vorzug freizuschalten. Das ist doch schön. Wir sind hier im Bereich Administrator. So, entweder liebenswert. Bald vergeben. Nö, wir machen mal liebenswert, finde ich ganz gut. Direkte Vasallmeinung plus 10. Meinung Lehnsherr ist nicht relevant für uns. Aber natürlich hoffen wir, dass wir von allen geliebt werden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein psychologischer Grund für die Paranoia. Okay, da ist ein Bündnis ausgelaufen, was, glaube ich, nicht von großem Interesse war. Hier wird eine Nebenlinie gegründet. Prinz Matthäus, ja, das jetzt auch noch. Und es gibt einen Bauernaufstand. Aha. Radomil wird tatsächlich angegriffen. Vertrag von Söldnertrupp läuft ab. Was wollt ihr mir damals sagen? Ach so, das muss er gemacht haben, noch bevor wir ihn übernommen haben. Da hat er einen Söldnertrupp ausgehoben gehabt. Und den könnten wir jetzt kostenfrei nochmal nutzen, aber das wollen wir auch gar nicht. Nö. Oh Gott, diese Unabhängigkeitsfraktion macht mich echt fertig. Die kommt und geht, das ist lächerlich. So, das scheint ja hier gefruchtet zu haben. Die Meinung ist hervorragend, dann können wir das, denke ich, auch abbrechen. Das Ganze. Und wie gesagt, also wenn es sich das ergibt, ich denke, einfach so werfen wir niemanden aus dem Rat heraus, aber er ist auf jeden Fall eine wunderbare Alternative. Verdacht von Zauberei, blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Wollin vorgelegt, als Beweis, dass Andrzej in seiner Hütte am Rand des Dorfes Zauberei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind seine finsteren Praktiken Schuld an bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass er hingerichtet wird. Ja. Ich glaube, hier kommt jetzt unsere Paranoia zum Tragen. Wir werden ihn mit Sicherheit nicht einstellen. Nee, also das ist, also sowas glauben wir sofort, ne? Er muss brennen für seine Verbrechen gegen Rott. Oh, interessanterweise kriegen wir auch Glaubenspunkte und die Bauern finden das natürlich toll. Dann ist das auch so. So, wer hat hier mal wieder einen Krieg verloren? Hildegard von Italien, eine Grafschaft verloren. Okay, wir haben wieder Sachen fertig gebaut in Veligrad. Ja, wir werden das jetzt hier auf Maximum ausbauen. Die letzte Stufe. Wie heißt sie denn? Halt, nee. Nochmal zurück nach Veligrad. Die wollte ich mir noch angucken. Ravelins und Cavalier. Okay. Wollin. Ja, machen wir da auch die Burg erstmal stärker. Hervorragend. Versuchter Mord. Ich wusste, dass da was los ist. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel hat König Christoph auf ein Ge ist er auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Vasall Radomil hat. Er steckt hinter dem gescheiterten Anschlag auf das Leben von Bürgermeisterin Andela. Okay, allein der Gedanke, dass Radomil so tief sinken konnte. So, das werden wir jetzt nutzen. Also erst einmal, denke ich, werden wir unseren Ratsspitzel wieder zurückholen. Der soll weiter hier ermitteln. Der wird durchgehend ermitteln, das ist klar, ne? Also, weil wir glauben ja ständig von irgendjemandem umgeben zu sein, der uns irgendwas Böses will. Aber jetzt hier. Er wollte uns wirklich was Böses. Wir haben den Beweis. Wir werden das Ganze aufdecken wieder. Und das muss jetzt, versuchter Mord, muss ja wohl als Verbrechen jetzt gelten, oder? Was? Was? Das Spiel akzeptiert dies nicht als Verbrechen? Ich kann ihn jetzt nicht ohne Tyrannei einkerkern? Das ist ja wohl eine Frechheit. Warum ist denn versuchter Mord kein Verbrechen?
Ah, das finde ich ja total blöde. Aber die 20 Tyrannei, nee. Das passt auch nicht zu unserem Herrscher. Nee, Leute, dann nochmal Kommando zurück. Da muss er weitersuchen. Irgendwas ist da auf jeden Fall noch. Aber weil wir so ehrlich sind, machen wir halt nicht diese intriganten Geschichten. Ich meine, wir könnten einfach das Druckmittel nutzen. Ah nee, dann wäre es trotzdem Tyrannei. Druckmittel verhindert nicht Tyrannei. Also wir kommen aus der Nummer nicht raus. So, die Fraktion kennen wir schon. Aber es gibt jetzt eine gefährliche Fraktion. Okay. Die polabischen katholischen Populisten. So, sind gefährlich geworden. Ein Bündnisvorschlag eines Grafen. Graf Gautmar? Nee. Ablehnen. Der will nur irgendwas Böses von uns, ganz klar. Bauernaufstand gegen Vasallen, gegen Herzog Floddeck. Der wird damit klarkommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, was haben wir hier? Ein verlorener Krieg. Herzogin. Ah! Warte mal. Nee. Branimir von Karelien. Grafschaft von Kofta hat er gewonnen. Ach, okay, doch. Es ging nur um eine Grafschaft hier oben. Da ist das Reich gewachsen. Eine kleine Grafschaft. Na gut. So, er lädt uns ein. Graf Tadeusz. Das werden wir mit Sicherheit auch ablehnen, weil er war. Länger war er Teil einer Fraktion gewesen. Auf keinen Fall. Aber das bringt mich auf einen anderen Gedanken. Und zwar, der Typ ist ja hier. Und der hat auch nur diese eine Grafschaft. Und wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu ihm, König Christoph. Er ist ja unser Ratsspitzel. Aus dem Grund werden wir mal Folgendes machen. Wir werden ihm diese Grafschaft, die gehört nämlich die Jure eigentlich dorthin, werden wir ihm übergeben. Vasallen verleihen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden, diesen Grafen. Hier, Thaddäus von Palanda. So. Dadurch binden wir den auch enger an uns. Hat er eine bessere Meinung? Ich denke, das passt schon. So, ein Vormund kann definiert werden für unseren Sohn. Machen wir das wieder selbst? Geht das zu weit, wenn wir den anerkannten, also nicht anerkannten Bastardsohn selber unterrichten? Ich glaube, das geht zu weit. Ich glaube, das geht zu weit. Aber wem vielleicht unsere Großmutter? Das ist vielleicht was. Da können wir ihn hinschicken. Ich denke, das ist eine gute Sache. Kulturwechsel. Da muss ich direkt mal gucken. Was hat er denn für eine Kultur? Er ist Polak. Was hat denn unsere Großmutter? Ach, die ist polnisch. Nee, kein Kulturwechsel. Das soll so geschehen. Okay, gut. Irgendwas wollte ich noch, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Na, das wird sich dann hoffentlich ergeben. So, die Holzkasernen sind gebaut. Oh nein, wir sind krank geworden. Oh mein Sch. Ob Großkönig oder Bauer, hochwohlgeboren oder gemeiner, das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert. So, was ist jetzt. Wie würde ein Mensch mit Paranoia reagieren? Was ist eigentlich mit ihr? Warum. Ach Gott, Leute. Ich habe gar keine vernünftige Ärztin. Es ist gar nicht, ich dachte, wir hätten die Ärztin unseres Vaters übernommen. Nein, er hatte offenbar eine andere und die hat er übernommen und die ist komplett inkompetent. Und auch noch hinterlistig. Ich glaube, wir vertrauen ihr auch nicht. Tut nur das Nötigste, lieber. Ein wenig besser geht es uns. Wieso ist es plötzlich Snofri? Habe ich irgendwas gerade missverstanden? Jetzt hat uns Snofrid. Wer ist denn jetzt hier die Ärztin? Was ist denn hier los? Eva. Ja, und warum Snofrid? Snofrid kam in meine Gemächer und bot mir einen Trunk von gelber Farbe an. Sie empfahl mir beim Trinken besser die Nase zuzuhalten. Als mir die lauwarme Flüssigkeit in den Mund lief, hätte ich sie fast wieder ausgespuckt. Umgehend wollte ich wissen, was das Grässliche war, und sie offenbarte mir, dass es der frische Harn einer trächtigen Sau wäre. Die Schweineseiche stellte sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher. Ausgezeichnete Leistung, Snofrid. Ja, okay, ich meinte. Vielleicht haben wir jetzt Vertrauen aufgenommen. Wir müssen sie mal anpinnen.
Warum ist sie... Hä? Verstehe ich nicht. Sie gilt als Hofarzt? Aber Eva ist hier eine... Was ist das denn für Quatsch? Hofarzt entlassen. Eva. Haben wir mehrere Hofärzte oder was ist das? Ich entlasse die mal. Schaut mal, jetzt ist Snofrid da. Das ist ja verrückt, das habe ich ja noch gar nicht erlebt. Okay, aber Snofrid hat ihre Sache gut gemacht und ich würde sagen, dann soll sie auch bei uns bleiben. Wir sehen aber wirklich bleich aus. Krank, schwerer Malus. Aber Gesundheit insgesamt ist in Ordnung. Wir kompensieren das ein bisschen, weil wir athletisch sind. Außerdem haben wir ja das Vermächtnis stets umsorgt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut in dieser Hinsicht. So, wir bauen wie immer noch ein bisschen aus. Burg wird weiter ausgebaut in Cedinia. Hier, ja, machen wir mal Höfe und Felder. Okay, so weit, so gut. So, wann kommt er hier? Hat er noch hier Neuigkeiten? Herzogin Magdalena wechselte zu Ungarisch. Naja, gut, dass wir nicht bei ihr beim Festmahl waren. Und, ach, kommt. Kommt, da ist doch was. Das hast du schon das letzte Mal gesagt, dass da nichts ist. Okay, hier wird wieder ein Krieg gewonnen. Und zwar König Svatopolk, der König von Ruthenien, hat ein Herzogtum im Donntal erobert. Aha. Aber es sieht irgendwie gerade nicht so aus, als hätte er es erobert. Hier ist noch ein anderer Krieg am Laufen. Ah, ein Befreiungskrieg, okay. Ein interner Bürgerkrieg. Vasallen erklären sich gegenseitig den Krieg. Oh, der König von Schweden, Krieg gegen Tyrannei. Nun gut. Ja, Leute. Er lädt uns zum... nach Transsilvanien, ein Melancholiker. Nein, auch da gehen wir mit Sicherheit nicht hin. Kommt nicht in Frage. Der König von Estland greift hier in einen Krieg ein. Okay, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so spannend für uns. Und nun, Gott sei Dank, wir sind wieder wohlauf. Die Krankheit ist vorbei. Und damit, liebe Leute, denke ich, können wir auch mit gutem Gewissen erstmal diese durchaus ereignisreiche Folge wieder verlassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bin mal gespannt, ob die beiden hier noch irgendwie zueinander finden nach dieser ersten großen Krise. Was ist los mit der Geliebten? Gibt es da noch mehr Ereignisse? Wir werden sehen. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinball.